So, heute Abend müssen wir uns befassen mit dem Thema Staatskonkurs, denn es ist der Staatskonkurs, der sozusagen eine sehr starke oder eine grundlegende Veränderung herbeigeführt hatte in der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit sozusagen umgeht mit Finanzen und mit dem Geldwesen. Das heißt, wenn man den Staatskonkurs nicht begreift und versteht, dann versteht man auch nicht, was für Möglichkeiten man heute hat, um eben die Verbindlichkeiten, die auf eine öffentliche Person anfallen, dann auch entsprechend zu erledigen und zu regeln, ohne dass man da jetzt selber in die eigene Tasche sozusagen greifen muss, außer vielleicht für einen Stift. Und da müssen wir uns erst einmal ein paar geschichtlichen Hintergründen hingeben. Ursprünglich, wie wir ja schon angedeutet hatten, galt das Landrecht und somit auch das Gemeinschaftsrecht. Das heißt, der Wert der Familie lag im eigenen Land. Und es gab zu dem Zeitpunkt nicht so etwas wie irgendwelche Titel oder Papiere bezüglich des Landes, sondern Land wurde vererbt, einfach dadurch, dass es in der Familienbibel mit eingezeichnet wurde oder verzeichnet wurde. Es wurde vermessen nach Schritten und nach Himmelsrichtungen und nach besonderen Merkmalen in der Landschaft. Da musste man natürlich Sorge tragen, dass keine der Merkmale irgendwie verschwand. Also Eigentum des Landes war durch den Besitz des Landes und die Verteidigung desselben sozusagen gegeben. Und jeder hat das akzeptiert. Und es gab dort das Gesetz im Landrecht oder auch dann im Gemeinschaftsrecht, dass man eben nicht einfach auf den Besitz oder das Land eines anderen eintreten durfte. Ja, es sei denn, dass das Land sozusagen so groß war, dass es einfach Zutritt zu einem anderen Stück Land verweigert hatte oder verwehrt hatte. Dann galt das allgemeine Wegerecht und dann gab es dafür Bedingungen. Das heißt, jeder hatte sein Land selber verteidigt durch Besitz und konnte auch gegebenenfalls, wenn es sich um etwas kompliziertere Landverhältnisse handelte, auch seine eigenen Gesetze, die auf dem Land gelten, ankündigen in Form von Anschlagungen. Das heißt, das Gesetz wurde angeschlagen an den Haupthimmelsrichtungen. Das Land musste natürlich auch eingezäunt sein. Und wie wir gehört hatten, das letzte Mal oder das vorletzte Mal kamen dann eben sozusagen die ganzen Titel mit ins Spiel. Das heißt, Papiere über Landbesitz, Papiere über das Eigentum. Sozusagen Titel, die ein Recht an einem Ding selber darstellten. Das heißt, es war das Papier, was dann sozusagen verhandelbar wurde und nicht mehr das Land selber, das interessanterweise. Wir hatten darüber gesprochen, dass man eben damals zu diesen Zeiten des Landrechtes nicht einfach da jemanden etwas wegnehmen konnte und das konvertieren konnte, um eine Schuld zu begleichen, die derjenige hatte. Das ging nicht. Das wäre ein Verbrechen gewesen. So, wir haben darüber gehört, wie die Attorneys, also die Anwälte, dann sich ausbreiteten, hauptsächlich erst einmal in den Vereinigten Staaten. Und dazu muss man wissen, dass die Vereinigten Staaten eine besondere Rolle spielen, und zwar nicht nur jetzt im Hinblick auf die Vereinigten Staaten selber in Bezug auf Amerika, sondern dass die Vereinigten Staaten eine ganz besondere Rolle haben in der Welt und die auch in Deutschland eine maßgebliche ist. Das heißt, alles, was in Deutschland heute passiert, bezüglich der Bundesrepublik, bezüglich den einzelnen Ländern, ist wirklich eine direkte Konsequenz dessen, was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Und da müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Wir haben von Machiavelli gehört, der Fürst. Jetzt haben sich natürlich die Kanaaniten, ich nenne jetzt Kanaaniten, das will ich kurz einwerfen, diejenigen, die im Strome der Kanaaniten stehen. Wir wissen, dass heute sich die Menschheit vermischt hat. Die Schem haben sich mit den Ham vermischt und verbandelt und haben Familien gegründet. Das heißt, das ist heute oft nicht mehr eindeutig gegeben. Es gibt Schem, die sich kanaanitisch verhalten, und es gibt Kanaaniten, die sich mehr wie Schem verhalten. Aber worauf ich anspiele, ist der Strom. Das heißt, der geistige Strom. Also in dem kanaanitischen Strom, in den Kanaaniten, Die mussten sich überlegen, wie sie wirklich jetzt sozusagen sich von diesem Fluch, von dieser Schande erlösen konnten. Und wir hatten darüber gehört, dass sie
eben versucht haben, Kontrolle über alle möglichen wichtigen Dinge zu erreichen. Drei wichtige Punkte, um überhaupt ein System aufzubauen, was Sie kontrollieren können, das sind die drei Säulen der Macht, dieses Dreieck der Macht. Und das besteht erst einmal natürlich aus der ökonomischen Macht, aus der wirtschaftlichen Macht. Das heißt, hier war es klar, die Menschen, die Kanaaniten, mussten dafür sorgen, dass sie die gesamte Wirtschaft, das Geld sozusagen, in ihren Griff bekamen. Und das taten sie dann letztendlich über Venedig, die schwarze Nobilität, die Niederlande, der Hanseatische Bund, von dem wir gehört hatten, der dann eben letztendlich auch in Großbritannien Einzug hielt. Und wo dann nicht zuletzt Oliver Cromwell und dann auch natürlich William of Orange, also Wilhelm von Oranien, viel geleistet hatten, um den Kanaaniten wieder Zugang zu wehren nach England und Schottland, was eigentlich selber die Könige und Königinnen dort gar nicht wollten. Also das ist eine interessante Geschichte, wenn man sich mit Oliver Cromwell mal befasst oder mit Wilhelm von Oranien, dann wird man feststellen, dass da vieles gelaufen und vorbereitet wurde, was heute maßgeblich ist und womit wir es heute zu tun haben oder zumindest mit den Konsequenzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Daraus ist irgendwann die City von London geworden. Und die City von London ist ein eigener Stadtstaat, die haben ihre eigenen Gesetze und die Menschen, die dort leben und arbeiten, oder die Personen, sagen wir mal, unterliegen nicht dem Recht des Vereinigten Königreichs. Es ist sogar so, dass wenn die Königin dort hingeht, auf Staatsbesuch, dass sie hinter dem Lord Mayor von London laufen muss. Das heißt, sie ist ihm unterlegen in der City von London. Das heißt, auch sie hat dort keine Herrschaftsrechte. Also, das ist das Erste, die Kontrolle der wirtschaftlichen Säule, der ökonomischen Säule. Die zweite Kontrolle ist natürlich, diese zu verteidigen. Und das ist die militärische Säule. Das heißt, man braucht Schlagkraft, um seinen Wohlstand oder um das, was man sich aufgebaut hat, das Imperium, zu verteidigen. Und das wurden letztendlich die Vereinigten Staaten. Wir gehen da später noch ein bisschen genauer drauf ein. Und die dritte wichtige Säule ist die Säule der Gedankenkontrolle. Das heißt, man musste in der Lage sein, die Menschen so zu kontrollieren in ihrem Denken, dass sie das eine oder das andere immer unterstützt hatten. Denn was ist eine ökonomische Macht, was ist eine militärische Macht, wenn man nicht eine ganz große Anzahl von Menschen hat, die wenigstens dann auch, also nicht nur jetzt militärisch in Form von, dass sie in Krieg ziehen, sondern auch ideologisch, moralisch sozusagen diese Art von System unterstützen. Das heißt, das war die ideologische Säule oder auch die religiöse Säule. Und da stand ihnen eine Institution ganz besonders im Weg, und das war die katholische Kirche. Die stand ihnen im Weg, und zwar deswegen, weil die katholische Kirche eben ursprünglich im dritten Jahrhundert und danach bis ins frühe Mittelalter die ursprüngliche christliche Doktrin gepredigt hatte. Das heißt, das ist ganz was anderes als das, was man heute kennt von der Kirche. Da ging es wirklich darum, das christliche Wort zu verbreiten und das christliche Prinzip. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern einen starken Glauben aufzubauen, wo der Mensch den Glauben auch verteidigt hatte, wo die Werte wie Familie und Zusammenhalt und Ehrenhaftigkeit und Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Fairness alles wirklich im Zentrum, im Mittelpunkt des menschlichen Lebens stand. Das heißt, Menschen, die so gelebt hatten, wie es die christliche Doktrin sozusagen vorgeschrieben hatte, das waren Menschen, die waren wenig antastbar, weil sie aufgrund ihrer Glaubensgemeinschaft natürlich auch sehr stark im Verbund waren und sich gegenseitig geholfen hatten, sich gegenseitig zur Hilfe kamen und vor allen Dingen sich ganz stark und vehement gegen jegliche Art von fremden Einflüssen gewehrt hatten und verteidigen konnten auch. Denn deren Gesetz war das, was in der Bibel stand. Da stand eben drin, du sollst nicht morden. Das wurde erst später falsch übersetzt mit, du sollst nicht töten. Es geht hier ums Morden. Es wurde gelehrt dort in den Zeiten, dass Christus nicht den Frieden gebracht hat, sondern das Schwert. Das heißt jetzt nicht, dass er damit ein militärisches Schwert meinte, sondern er meinte damit das Schwert der Wahrheit. Und das Schwert der Wahrheit, das schneidet in zwei Richtungen. Das trägt die Wahrheit vorwärts und es lässt die Unwahrheit links liegen. Es zerstört die Unwahrheit. Es zerstört das Web der Lügen.
Und das war also ein ganz starker christlicher Impuls. Und man kann vieles davon lesen, zum Beispiel in den Briefen von Paulus an die Galatier, an die Korinther und an die Römer. Je nachdem, die sind sehr unterschiedlich. Paulus hat sehr gut erkannt, was da in den einzelnen Bevölkerungen oder Volksstämmen sozusagen, wie die Galatier und die Römer, was da wirklich vorzüglich lebte. Und er hatte auch erkannt, dass, wenn man da genau hinguckt, jetzt wo wir den Hintergrund kennen mit den Kanaaniten, wer Kanaanit war und wer nicht. Und wenn man unter diesem Gesichtspunkt mal die Briefe von Paulus liest, dann wird man viele interessante Dinge feststellen, die auch heute von großer Bedeutung und Wichtigkeit sind. Also wie gesagt, diese Säule, diese Kirche, das musste natürlich auch in den Griff bekommen worden. Und das haben sie auch mehr oder weniger mit Rückschlägen geschafft. Dieser Kampf ist heute noch in der Kirche. Und man könnte da jetzt viel zu sagen, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Das ist ein Thema für sich selber, da kann man sehr viel drüber sagen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, was man ja heute feststellen kann, zu einer Art von Religionsverdrossenheit. Und man beschuldigt die Religion, man sagt, die Religion ist etwas, was den Menschen beschränkt, was die Kriege eigentlich hervorruft und verursacht. Und das ist natürlich Unsinn, wenn man das unter logischen Gesichtspunkten betrachtet, denn es ist nicht Religion, die einen Krieg verursacht, sondern es ist ein falsches Verständnis. Und wenn man sich fälschlicherweise von etwas abwendet, was einem in seiner ursprünglichen Form sehr wohl helfen würde, und wenn man denkt, dass das richtig ist, dann kann man sich überlegen, inwieweit dieser kanaanitische Strom da tatsächlich sehr erfolgreich war. Und man kann damit natürlich auch diese vehemente Bekämpfung des Christentums heute, der Christlichkeit sozusagen, auch erklären. Nun gut, also das sind diese drei Säulen, die religiöse, die Glaubenssäule, die wirtschaftliche Säule und die militärische Säule. Das in deren Gewalt zu bekommen, das war von denen als richtig erkannt, das haben sie geschafft, mit Rückschlägen und weiter bestehenden Kämpfen, mal geht's besser, mal geht's schlechter. Aber das Resultat ist sozusagen die Welt von heute. Und wir leben in dieser Welt nur deshalb, weil wir denken, dass die Welt so ist. Weil wir das angenommen haben, dieses Modell, was dieser kanaanitische Strom uns sozusagen aufoktroyiert hat, und zwar durch das Erziehungssystem, durch das Wirtschaftssystem, durch das militärische System, ja, durch die Abwendung von den christlichen moralischen Werten wirklich. Nur dadurch leben wir sozusagen in unseren Köpfen in so einem System, und wir können in der wunderbarsten Natur umherwandern mit den erstaunlichsten Dingen um uns herum. Es kann trotzdem sein, dass wir in so einer Situation uns zutiefst große Sorgen machen um einen Brief, den wir bekommen haben bezüglich des Besuchs eines Gerichtsvollziehers. Und wir sehen, wir nehmen nicht mehr wahr, dass wir inmitten des Paradieses wandeln, wenn man das poetisch mal so formulieren will, sondern wir sind in unseren Gedanken mit diesem Brief vom Gerichtsvollzieher beschäftigt, der uns eine Vorstellung gibt von dem, was da passieren könnte und möglicherweise auch passiert, einfach nur aufgrund unserer Unfähigkeit, damit richtig und korrekt umzugehen. Also wir fühlen uns hilflos. Wir fühlen uns hilflos in diesem System. Und was ist natürlich besser als jemand, der ein System aufbaut, in welchem die Quelle der Energie, nämlich die ganz normalen Menschen, Angst vor denjenigen hat, die vorgeben, dieses System zu beherrschen. Das ist natürlich ein wunderbares System für die. Das ist eine Quelle von Energie ohne Ende in jeder Hinsicht, kommerziell, materiell, spirituell, seelisch gesehen. Und das ist natürlich etwas, was die nicht gerne hergeben und einfach aufgeben. Und aus diesem Grund erhalten sie das weiter mit Schulpflicht, Universität und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles nur Hinweise. In jedes einzelne dieser Schlagwörter oder Begriffe kann man hineingucken und da recherchieren und feststellen, dass dieselben Kräfte am Werke sind, in der Art und Weise die Kontrolle ausgeübt wird. Medien natürlich, ja, medizinische Versorgung und so weiter. Also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das kann man nachweisen und man muss nur selber sich mal auf die Suche machen und gucken, wer ist denn womit verbandelt, und das geht natürlich immer am besten, wenn man der Spur des Geldes folgt. Das ist eine recht nüchterne und objektive Art und Weise, wie man nachgucken kann, wie etwas mit etwas anderem verbunden ist. Also das ist keine, wie sagt man, Raketenwissenschaft wirklich.
Jetzt musste natürlich, um das letztendlich durchzusetzen, die Kontrolle, haben sich diese Kanaaniten überlegt, dass es am besten ist, wenn sie einen ganz neuen Kontinent sozusagen erobern und sich untertan machen. Und das waren natürlich die Vereinigten Staaten oder sagen wir der amerikanische Kontinent, wenn man so will, die neue Welt, ja. Und dazu hat King James der Erste schon Ende des 16. Jahrhunderts, ich weiß nicht, 1580 oder so, hat er die Virginia Corporation gegründet. Das war die erste Virginia Corporation, Virginia Company. Und wenn man da die ursprüngliche Charta mal anguckt und sich betrachtet, wer da alles investiert war in dieser Virginia Company, ja, da staunt man Bauklötze wirklich. Wer da alles mit dran beteiligt war, das war das Who is Who der britischen, aber auch internationalen Crème de la Crème. Und ja, die hatten einen bestimmten geografischen Bereich, den sie sozusagen, über den sie Gerichtsbarkeit hatten und der sozusagen das Hauptquartier der Erforschung Amerikas war. Und das Hauptziel war ursprünglich wirklich Gold, Silber, Kupfer und so weiter zu bekommen, denn Großbritannien war abhängig natürlich vom Handel, vom Import von sehr vielen Dingen. Und als Weltmacht, was Großbritannien wirklich war, oder England als See- und Weltmacht, mussten sie natürlich die Dinge in Gold zahlen, denn das war das, was die anderen Länder, Indien zum Beispiel, später auch China natürlich, immer bevorzugt hatten. Und es war für sie sehr enttäuschend, dass wenig Gold dort zu finden war. Sie haben das versucht, aber irgendwann ging dann diese Virginia Company pleite. Es gab zwar viel Geschäfte mit einer bestimmten Art von Tabak und einigen Tees, aber nichts Nennenswertes. Aber dann im Jahre 1609 war das, da hat dann King James der Erste die zweite Virginia Company gegründet. Und das war dann sozusagen der Vorläufer der United States of America. Das wurde später dann umbenannt und zwar 1700, wann war das jetzt? War das 76, wo sozusagen die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen wurde. Und das war nichts weiter als eine Trading Corporation, die lediglich Gerichtsbarkeit hatte. Ich weiß nicht, wie viel das waren, waren das 10 Square Miles, Washington DC war das. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber sehr, sehr begrenzt. Und die hatten sich damals sozusagen schon vorsorglich organisiert für einen bestimmten Konkurs. Und das war alles gut vorgeplant. Es gab natürlich die einzelnen Staaten oder man könnte sagen die Kolonien, die die Briten inzwischen geschaffen hatten. Diese Kolonien waren unabhängig voneinander. Das heißt, sie hatten oft ihr eigenes Währungssystem. Hatten natürlich in den Südstaaten, das waren ja auch Kolonien, gab es den Begriff der Sklaverei. Das waren Menschen, die freiwillig sich dienstbar gemacht hatten. Das ist nicht das, was wir denken heute. Die unfreiwillige Dienstbarkeit betraf hauptsächlich die Iren, die dann später durch Cromwell, der sehr brutal war gegen die Iren, sozusagen dort hinüber zwangsweise verschifft hatte, um harte Arbeit zu leisten, aber auch Europäer. Und die Schwarzen, die rüberkamen, die waren hauptsächlich freiwillig sind die rübergekommen. Aber auch da gab es natürlich Übergriffe, das ist klar. Das ist wieder ein sehr spezielles Thema und dafür gibt es spezielle Firmen oder Companies, die damals zuständig waren. Und das ist in sich selber eine sehr komplexe Angelegenheit. Zurück jetzt zu dem, was wir eigentlich hier besprechen wollen. Die Südstaaten hatten den Wunsch, sich unabhängig zu machen von der britischen Krone. Und das war etwas, was die britische Krone nicht hinnehmen wollte. Das heißt, sie haben dafür gesorgt, dann eben sogenannte Antisklavengesetze zu veröffentlichen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, United States of America, das war wirklich die Bundesregierung da drüben. Und dieser Konflikt, dieser sozusagen Bürgerkrieg, der zwischen den sogenannten Nordstaaten und Südstaaten angeblich stattgefunden hat, hatte wirklich überhaupt nichts zu tun mit der Befreiung der Sklaven. Ja, die Befreiung der Sklaven, das war etwas, das war ein schöner Nebeneffekt, der hervorgehoben und hervorstilisiert wurde, aber unsägliches Unheil gebracht hatte, weil die Schwarzen einen großen Teil nach der Befreiung in einem rechtsfreien Raum waren. Die waren nicht mehr das Eigentum der Plantagenbesitzer und sie hatten keine Rechte, die waren vogelfrei und jeder konnte die einfach niederschießen oder vergewaltigen oder sonst denen irgendetwas antun. Die hatten überhaupt keine Rechte. Also das war eine wirkliche Katastrophe.
Der Krieg zwischen den Staaten, zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten war nicht ein solcher, sondern es war der Krieg der Bundesregierung, also der Vereinigten Staaten von Amerika, zusammen im Verbund mit einigen Staaten, wohlgemerkt, gegen diejenigen Staaten, die sich gewehrt hatten gegen eine Inkorporierung, gegen eine neuartige Inkorporierung. Das heißt, sie wollten die Macht der Briten wirklich über alle Staaten endgültig forcieren. Und die Südstaaten, oder sagen wir so, diejenigen Staaten, die sich gegen die Bundesregierung gewehrt hatten, haben die Briten letztendlich vertrieben. Da, übrigens hat das zu tun mit dem Schuldwesen. Das heißt, die Briten konnten es nicht ertragen, dass diese Kolonien unabhängig und wohlhabend waren, dass die sozusagen ihr eigenes Geld dort verwendet hatten und sehr reich waren und die Briten eigentlich nicht das abbekommen hatten, was sie abbekommen haben sollten. Ihnen entschwand die Macht. Das war im Grunde genommen das Problem hier. Und eigentlich waren es auch nicht die Briten, sondern um genauer zu sein, muss man sagen, die City von London, also wirklich die Krone. Das war eine inkorporierte Firma schon zu dem Zeitpunkt. Also mit anderen Worten, die Macht entschwand der britischen Krone, der City of London. Und so wurde eben dieser Bürgerkrieg dort initiiert. Das war der Krieg der Bundesregierung gegen die Staaten, der oder gegen diejenigen Staaten, die sich von der Union dort abgewendet hatten, vom Bund. Und wie immer, alle waren verschuldet hinterher. Sowohl die Bundesregierung war verschuldet, wie auch die einzelnen Staaten. Die haben sicher alle Geld leihen müssen für den Krieg. Und das waren natürlich die Rothschild-Bankiers, die das über ihre Financiers oder ihre Agenten, wenn man so will, auch in Amerika sozusagen bewerkstelligt hatten. Und die Schuldlast war einfach zu groß, sodass eben eine neue Art der Reorganisation stattfinden musste. Und das war letztendlich dann, man hatte das Land dann genommen als Kollateral für die Schulden und jetzt dann eben auch das, was auf dem Land war. Also nicht nur das Land selber, sondern auch das, was auf dem Land war. Und da kann man dann sehen, wie gut das vorbereitet war mit den Attorneys, dass die eben mit ihren Titeln dann daherkamen. Und das Land unter Titel nahm und dann eben auch das, was auf dem Land war. Und das, was auf dem Land war und das Land selber, das hat dazu geführt, dass sozusagen diese Staaten, alle Staaten, einzeln aber auch insgesamt, eben sich reorganisieren mussten. Und das wurde dann letztendlich realisiert durch die Vereinigten Staaten von Amerika, durch die ursprüngliche Virginia Trading Corporation und Washington D.C., die sozusagen der Reorganisator dieser Konkurse war. Das heißt, alles hat sich dort fiktiv wenigstens in Form von Titeln drauf vereint. Und das führte dazu, dass es eben eine Kapitel 11, das nennt man heute Kapitel 11 Konkurs, stattfand. Diesen Begriff gab es damals noch nicht, aber das ist tatsächlich heute so. Das heißt, alles, was Land war und was auf dem Land war, wurde erst einmal angenommen, dass es zu den Vereinigten Staaten von Amerika gehört, dass das Masse war, die reorganisiert werden konnte zum Zwecke der Finanzierung, damit die Menschen durch die Kriege eben weiterhin existieren konnten. Das heißt, die Menschen waren sozusagen unterworfen in der Form, als dass ihr Land unter Titel stand und natürlich auch die Dinglichkeiten, die sich auf dem Land befanden. Aber das ist nach internationalem Recht so. Jeder öffentliche Konkurs, also ob das Staats- oder Firmenkonkurs ist, der muss nach 70 Jahren beendet werden. Und zwar, die Schuld muss erlassen werden, das, was noch übrig bleibt, das, was noch nicht zurückgezahlt wurde. Also damit entfällt dann auch die Zinslast. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass für diese Kanaaniten natürlich so ein Staatskonkurs außerordentlich profitabel ist, weil sie diese Titelpapiere immer wieder verwenden können, immer wieder neu einsetzen können, immer wieder neue Werte schaffen können und ohne Ende immer wieder Neues unter Titel stellen können. Das alles, was geschaffen wurde von den Menschen durch ihre Arbeitskraft, wurde auch wieder unter Titel gestellt. Das heißt, die hatten ständig Kollateral, um sozusagen ihr Skript, also ihr Geld herauszugeben, sei das in Form von Buchgeld oder sei das in Form von Dollarnoten. Aber alle 70 Jahre muss so ein Konkurs beendet werden und dann gab es immer einen Krieg, um wieder einen neuen Konkurs herbeizuführen. Und wenn man das unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann kann man feststellen, aha, da ist sicherlich was dran. So, 1913
wurde vorbereitet bereits der Zweite Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war ein Probelauf. Der Zweite Weltkrieg sollte dann tatsächlich dazu führen, dass wieder ein neuer Konkurs eingeführt wurde. Und jetzt das Interessante war hier, dass in diesem neuen Konkurs die Menschen selber als Kollateral verwertet wurden. Das heißt, der menschliche Körper und die Arbeitsleistung, die wurden verbrieft und standen sozusagen unter der Kontrolle des Staates. Und das ging natürlich nicht direkt. Das heißt, man konnte die Menschen nicht selber direkt jetzt einfach in Ketten legen und sagen, okay, ihr seid jetzt hier unser Kollateral, sondern man musste den Menschen dazu etwas anbieten. Und das war natürlich eine Personenstand, eine Personenschaft. Und das wurde schon auch in England und in Europa, ganz besonders auch durch Bismarck, durch seine Sozialreformen, wurde das alles von langer Hand vorbereitet, sodass auf weiter Ebene, auf europäischer und amerikanischer Ebene wenigstens, aber auch teilweise in afrikanischen Staaten, noch nicht in Indien, das kam später, das vorbereitet wurde. Und das heißt, den Menschen wurde ein Personenstand zugeschrieben und unter diesem Personenstand hatten sie dann Anspruch auf gewisse Sozialleistungen, auf Ferien, auf Bezahlung, während sie krank waren und eine Rente, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, Pflegeversicherung, Gesundheitsversicherung, das kennen wir alles. Und das wurde vorbereitet 1913 mit dem sogenannten Federal Reserve Act. Das war dieser neue Akt, dieses neue Gesetz, was die Federal Reserve, also die Zentralbank in Amerika, wenn man so will, das ist keine korrekte Bezeichnung wirklich, aber das sagen wir jetzt einfach mal des Verständnis halber so, vorbereitet wurde. Und das wurde dann 1933 Gesetz. Dazu muss man wissen, dass alles, was öffentlich vorbereitet wird an grundlegenden Veränderungen, muss 20 Jahre lang sozusagen erst reifen. Und wenn innerhalb von 20 Jahren kein nennenswerter Widerstand entsteht, dann gilt es sozusagen als ein feststehendes Gesetz. Und jeder Widerstand wurde vehement gebrochen. Es gab einmal einen sehr heftigen Widerstand in den Vereinigten Staaten, in Amerika generell. Das fing 1925 an. In Deutschland war das ähnlich. Und das hat dann zu diesem tragischen Schwarzen Freitag geführt. Ich glaube, das war 1929, wo die Börse zusammengebrochen ist, wo dann die Federal Reserve wirklich sozusagen ihre Institution unter Beweis stellen konnte, indem sie die amerikanische Wirtschaft rausgeboxt hatte, und zwar mit reinem Buchgeld. Und somit dann der letzte Widerstand auch gebrochen war. Also 1933 wurde das Gesetz, das heißt, die Federal Reserve war jetzt die Zentralbank für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und der einzelnen Bundesstaaten. Und somit standen jetzt die Menschen selber als Personen, als Kollateral für die Kreditschöpfung und so weiter zur Verfügung. Und da muss man auch bedenken, dass das auch wiederum nur 70 Jahre gehen kann. Und ja, da muss man sich überlegen, was dann so 20 Jahre vor 2003 passiert ist. Also so von 1983 an, da kann man dann sehen, dass sich bestimmte Dinge verändert haben. In Deutschland oder im Deutschen Reich, muss man sagen, gab es 1914 eine Verordnung des Kaisers, der gesagt hat, dass von nun an die Reichsbank Goldzertifikate nicht mehr in Gold einlösen muss. Und genau dasselbe ist passiert 1934, als nämlich Präsident Roosevelt gesagt hatte oder verordnet hatte, dass alle US Citizen, also alle Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, ihr Gold abzugeben hatten. Und das wurde missverstanden natürlich, denn die Menschen konnten den Unterschied nicht machen zwischen Person und Mann und Frau. Das heißt, jeder, der auch noch keine Person hatte, zum Beispiel der noch nicht registriert war in Form einer Sozialversicherungsnummer, hat dann, oder viele haben freiwillig das Gold abgegeben. Und Präsident Roosevelt hat das für, ich glaube, das war $20 die Feinunze aufgekauft. Und hat das dann aber später mit $32,50, soweit ich mich erinnern kann, kollateralisiert und somit den Dollar auf den Weg gebracht als die Reserve. Hat damit Unmengen Profit gemacht. Und jetzt musste man natürlich sich überlegen, was gibt man denn den Menschen im Ausgleich dafür, dass ihre Arbeitskraft als Kollateral zur Verfügung stellt.
Und da musste gleichzeitig auch ein System eingeführt werden, was buchhaltungstechnisch eben diese Reorganisation des Staatskonkurses auch richtig wiedergegeben hatte oder reflektiert hatte. Und das war die doppelte Buchführung. Und die doppelte Buchführung ist ein altes Buchführungssystem, was hauptsächlich unter den Kaufleuten eingesetzt wurde. Es gibt die ersten Aufzeichnungen aus dem 11. 12. Jahrhundert. Und sogar der Vatikan hatte das eingeführt unter Papst Alexander dem VI., die doppelte Buchführung. Da kam einiges zusammen, was jetzt sehr weitreichend sein würde, aber das hatte auch eben einen unmittelbaren Eingriff in diesen ganzen Staatskonkurs weltweit. Auch das, was im Vatikan passierte. Auf jeden Fall war es so, dass jetzt die Menschen auch Anspruch haben mussten, dass wenn schon ihre Arbeitskraft kollateralisiert wurde, dann mussten sie auch einen Ausgleich dafür haben. Und das war natürlich nicht nur eine Bezahlung in Form eines Gehaltes, welches auf öffentlicher Seite sozusagen der Person zugewiesen wurde in Form von Kaufkraft oder auch Dollarnoten. Damals in den 30er Jahren waren das mit Sicherheit noch mehr Dollarnoten, weil es sowas wie Banktransfers und so weiter, das war nicht so ein Standard, wie das heute der Fall ist. Keine so eine Gewohnheit. Aber dadurch, dass sie kollateralisiert waren, die Arbeitskraft, musste ihnen auch etwas gegeben werden. Und das ist natürlich die ausgleichende Freistellung. Das heißt, wenn die Menschen das gewusst hätten, hätten sie von vornherein diese Freistellung beziehen können. Und es war tatsächlich so, dass in den Vereinigten Staaten viele Menschen im öffentlichen Dienst da entsprechend geschult wurden. Das heißt, wenn Menschen ganz explizit annahmen, also die Rechnungen, Verbindlichkeiten, die auf die Person angefallen waren, wenn die angenommen wurden, durch eine Annahme zum Beispiel, eine Akzeptanz, dass das eben so viel bedeutete wie, ja, das können wir jetzt verrechnen mit dem Kredit, den wir sozusagen für diese oder jene Person bekommen haben. Und man muss sich das ja überlegen, wenn Arbeitskraft kollateralisiert wird, dann entsteht ja dadurch ein Kredit, ja, und dieser Kredit war sehr viel höher als das, was ein Mensch jemals verbrauchen würde, in der Regel. Und von daher war das überhaupt kein Problem, die alltäglichen Rechnungen wie Strom, Wasser, all das, was der öffentlichen Versorgung unterlag, damit zu verrechnen. Das war überhaupt kein Problem, dazumal es auch die Schuldlast der Vereinigten Staaten und dann auch in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich entsprechend verminderte. So, das heißt, der Staatskonkurs war, oder überhaupt der Konkurs, der Reorganisationskonkurs, war das bevorzugte Mittel, um sozusagen erstens mal einen Staat zu finanzieren und zweitens mal Menschen als Kollateral zu verwenden, deren Arbeitskraft, ohne dass diese dadurch belastet wurden. Ja, das muss man sich überlegen, das war die Idee dahinter. Und es war aber auch dadurch ein Vehikel, zum Beispiel durch Geheimniskrämerei und durch Listigkeit der Operation eines solchen Systems, dass vielen Menschen das nicht bewusst war und sie deshalb freiwillig die Dollar, die sie erarbeitet hatten durch ihre Arbeitskraft, dann in Form von Steuern und Versicherungen und Stromversorgung und Wasserversorgung wieder abgaben. Und das ging natürlich dann als 100%iger Profit, wenn man so will, den Kanaaniten zu oder dem kanaanitischen Strom. Und die haben das natürlich dann für sich behalten. Das heißt, die haben zweimal zugelangt. Erstens mal wurde die Freistellung nicht bezogen, dann in dem Fall, zumindest nicht von den Menschen selber. Das heißt, die Schuld wurde nicht getilgt gegenüber der Federal Reserve Bank und somit stand sie weiterhin offen. Und zweitens haben sie dann noch das Geld bekommen von den Leuten, denn die Dollarnoten wurden ja letztendlich wieder zurücküberführt in die Federal Reserve und zirkulierten über die Federal Reserve Bank. Und das war also ein doppelter Reibach für die. Und die sahen keine Notwendigkeit, das überhaupt den Menschen mitzuteilen. Und das hat dann eben zu Problemen geführt, die wir heute haben. Das heißt, das ist in Vergessenheit geraten über die Zeit. Und wir müssen uns das heute wieder schwer erarbeiten, um herauszufinden, wie wir sozusagen einen gerechten Ausgleich bekommen dafür, dass unsere Arbeitskraft kollateralisiert wurde. Das ist das Problem, was wir heute haben. Jetzt die doppelte Buchführung, darüber sprechen wir, haben wir eine gesonderte Sitzung, aber da will ich nur kurz drauf eingehen. Die doppelte Buchführung ist die einzige
korrekte Buchführungsform in einer Art von Reorganisationskonkurs. Und zwar in der Weise, als dass sie eben für jede Buchung oder für jede Transaktion, muss man sagen, zwei Buchungen durchgeführt werden. Und zwar immer, zu jedem Zeitpunkt. Also zum Beispiel erstellt eine Firma oder ein Staat eine Rechnung und macht jemanden haftbar auf diese Rechnung, dann wird auch eine Gegenbuchung gleich mit eingebracht oder durchgeführt. Und diese Gegenbuchung stellt natürlich die Verbindlichkeit der rechnungsstellenden Firma dar. Das heißt, letztendlich, wenn man sich das überlegt, ist natürlich dann der Wert der Transaktion null. Denn wenn für eine Buchung immer eine Gegenbuchung stattfindet, dann ist der Wert der Transaktion null. Und jetzt müssen wir das in den Zusammenhang stellen zwischen öffentlich und privat. Auf der öffentlichen Seite ist so eine Rechnung die Verbindlichkeit der Person. Aber die Gegenbuchung gehört dem privaten Mann, gehört dem Treuhänder, wenn man so will, als privater Mann oder privates Weib der Person. Und diese Gegenbuchung ist also eine Verbindlichkeit, die eine rechnungsstellende Firma im Staatskonkurs gegenüber dem Treuhänder oder dem Mann oder dem Weib, welche hinter einer Person stecken, schuldet. Und wenn diese natürlich nicht bezogen wird, dann muss man auf öffentlicher Seite die Rechnung auf andere Art und Weise begleichen. Und zwar so, wie das vorgeschrieben ist in der Öffentlichkeit. Natürlich zum Beispiel mit Dollar oder mit Euro. Obwohl da gibt es viele Schwachpunkte. Wenn sie darauf bestehen, dass etwas mit gesetzlichem Geld beglichen wird, dann ist das eigentlich nicht korrekt. Das können sie nicht. Sie müssen es annehmen, wenn es gegeben wird, aber es wirklich fordern, das ist eine zweite Frage. Da müssen wir genauer hineingucken, dann, wenn wir über Vertragsrecht sprechen, wie so etwas überhaupt zustande kommt. Also für den Staatskonkurs, um das zusammenzufassen, die korrekte Buchführungsform ist die doppelte Buchführung. Und wir sprechen da genauer drüber. Aber schon mal in Vorbereitung, schauen Sie sich einmal die Jahresbilanz an einer großen Bank oder einer großen Elektrizitätsfirma. Da sind die Aktiva und Passiva immer gleich Null. Und übrigens ist das nicht nur am Jahresende so, sondern, also wenn die Bilanz erstellt wird, sondern zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt. Das heißt, jeder Buchhalter kann dort die sogenannte Bilanz ziehen und wird immer feststellen, dass die Aktiva und die Passiva sich gegenseitig aufheben. Und das zeigt eben, dass in diese Bilanz auch die ausgleichende Verbindlichkeit der Firma immer mit eingerechnet wird. Und das ist wichtig, da den Unterschied zu verstehen zur ursprünglichen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, also der Kameralistik oder gegebenenfalls der erweiterten Kameralistik, wo eben wirklich Eingänge und Ausgänge direkt miteinander verrechnet werden. Das ist eben in der doppelten Buchführung nicht so. Wir sprechen da noch genauer drüber. Das ist eigentlich einfach zu verstehen, aber ich denke, es wird ein bisschen brauchen, bis man das auch nachvollziehen kann. Jetzt, das heißt, im Staatskonkurs, der funktioniert nur in der Art und Weise, dass Menschen kollateralisiert werden können, wenn die Menschen eine Fiktion zugewiesen bekommen. Und das ist eben eine Person. Das kann eine natürliche Person sein oder das kann eine juristische Person sein, wenn zum Beispiel eine natürliche Person jetzt auch öffentlich eine Firma unter begrenzter Haftung machen will zum Zwecke des Profits. Das ist aber ein bisschen Augenwischerei, weil auch das Einkommen einer natürlichen Person als Profit gesehen wird. Und zwar deswegen, weil die natürliche Person nie wirklich verrechnet, ja. Das heißt, sie gibt immer Geld aus und kriegt einen Beleg dafür und ein Ding, aber das Ding ist wirklich nicht das, was die Person bekommt für das Geld, sondern für das Geld bekommt die Person einen Beleg. Oder zumindest wird ein Beleg angeboten. Das ist die Gegentransaktion. Das ist sozusagen das Recht, dieser Beleg. Nicht das Ding, was man dafür bekommt. Aber auch das müssen wir weiter in der Zukunft besprechen, um das wirklich genau zu verstehen. Zurück zum Staatskonkurs. Der Staatskonkurs wurde festgelegt in den Vereinigten Staaten mit der sogenannten House Joint Resolution 192 vom 5. Juni 1933. Das wurde dann veröffentlicht im öffentlichen Recht. Im Kapitel 48, 48 Statuten unter Sektion 112. Und
Die besagte, dass es jetzt gegen die öffentliche Geldpolitik war, eine Schuld zu bezahlen, sondern eine Schuld konnte nur verrechnet werden, Dollar für Dollar. Na, das muss man sich überlegen. Es war also gegen die öffentliche Geldpolitik eine Schuld zu bezahlen, sondern sie konnte nur verrechnet werden, Dollar für Dollar. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, weil bezahlen setzt eigentlich wirklich einen substanziellen Wert voraus. Das heißt, jemand muss etwas von Wert geben. Und wenn jetzt zum Beispiel Federal Reserve Notes, also Banknoten, Schuldgeld sind, das heißt, es wird nicht mehr wie Gold als Eigenwert herausgegeben, sondern es ist nichts weiter als eine verbriefte Schuld, als eine Annuität, könnte man sagen, wenn man da genau sein will, dann kann man doch nicht sagen, dass man mit einem Schuldpapier eine andere Schuld bezahlen kann. Das ist keine Bezahlung, weil die Schuld wird damit nicht getilgt, sondern die Haftung für die Schuld wird lediglich einem anderen zugeschoben. Nun, wenn die Federal Reserve Bank diese Banknoten herausgibt, dann muss sie natürlich auch letztendlich diese bezahlen. Das ist doch klar. Wenn ich ein Schuldinstrument herausgebe und jemanden anders haftbar mache, dann muss ich letztendlich diese Schuld zahlen. Das heißt, irgendwann kommt diese Banknote wieder zu mir zurück und ich muss sie bezahlen. Aber das war jetzt gegen öffentliche Geldpolitik. Und warum? Nun, weil hätte man so einen substanziellen Wert zur Bezahlung in die Öffentlichkeit hineingebracht, dann wäre mit einem Schlag der Staatskonkurs vorbei gewesen. Ja? Und dann hätte wieder etwas eingeführt werden müssen, wie zum Beispiel Gold. Jetzt natürlich, muss man sagen, bezüglich des Goldstandards, mit der Einführung des Staatskonkurses, jetzt zum dritten Mal, das muss man, will ich gleich dazu sagen, ich will jetzt nicht auf die zweimaligen davor eingehen, das ist jetzt nicht relevant, aber 1933 ist der dritte Staatskonkurs ausgebrochen für die Vereinigten Staaten, welches der militärische Arm darstellt, der Verteidigung dieses kanaanitischen Weltsystems oder des Systems des Fürsten dieser Welt. Für die war das dritte Mal und die hatten jetzt die Menschen als Kollateral. Da wurde der Goldstandard natürlich 1933 mit aufgehoben. Das ist klar. Und endgültig abgeschafft in den 70er Jahren. Das heißt, da gab es noch ein bisschen was, was übrig blieb vom Goldstandard bezüglich bestimmter Verbindlichkeiten, aber das war nicht mehr wirklich sehr weitreichend. Das betraf nur noch bestimmte Verschuldungen, die noch aus anderen Quellen stammten. 1925 wurde der aufgehoben in Großbritannien. Das war auch nicht angekündigt. Das war eine geheime Note des damaligen Gouverneurs der Bank von England ans Parlament, an den Untersekretär für Finanzen. Und der hat das dann sozusagen in einer Geheimsitzung im Parlament mit eingebracht und erklärt. Und das hat große Panik verursacht, ja. Und auch jetzt da wurde also dann natürlich der Personenstatus der Menschen sozusagen aufoktroyiert. Und zwar einfach unter der Doktrin, dass wenn sie nichts dagegen sagen und das nicht explizit ablehnen, dann gilt das einfach als angenommen. Und so hat sich also auch in den 30er Jahren jetzt weltweit, natürlich vorzüglich erst einmal in den Vereinigten Staaten und dann auch in Europa, das rechte System verändert. Und zwar in der Weise, dass eben man raus musste aus dem Landrecht, wo substanziell die Dinge betrachtet wurden, hinein in ein fiktives Recht, welches umgehen konnte mit Titeln und Versicherungen und Verbindlichkeiten, die rein fiktiver Natur waren. Das heißt, es wurde das sogenannte Gemeinschaftsrecht, man könnte nicht sagen abgeändert, aber übertrumpft durch bestimmte Statuten. Das nennt man die öffentlichen Gesetze und Verordnungen innerhalb einer Fiktion wie der Vereinigten Staaten oder der Bundesrepublik Deutschland für einen Konkurs. Und solche Statuten, die unterlagen jetzt nicht mehr dem substanziellen Recht vorrangig, sondern erst einmal einer anderen Rechtsform, nämlich dem Seerecht und der Admiralität. Und zwar deswegen, weil die Admiralität sich besonders anbot, das war eine Rechtsform, die sich besonders anbot, und zwar weil es dort ständig um Versicherungen ging und um sozusagen Forderungen innerhalb von Verträgen und Versicherungen. Ja? Das heißt, es wurde alles so organisiert, dass die Personen jetzt
und somit auch die Menschen, solange sie das nicht erkannt hatten, als Güter betrachtet wurden. Es ging jetzt nur noch um Güter, um Dinge, um etwas, was Wert schaffen konnte, dadurch, dass es Energie hatte. Und so sind alle Aktionen in der Admiralität, die fangen immer erst an, zum Beispiel Gerichtsprozesse, in rem, also in der Sache oder in Sachen muss man sagen. Und schauen Sie sich das an auf den heutigen Gerichtsverfahren, auch in Deutschland werden Sie immer erst einmal, es sei denn, es geht vielleicht in ein höheres Gericht, werden Sie immer erst einmal haben in Sachen Hans Mustermann gegen Sabine Mustermann. Das sind Güter. Die Personen sind Güter und Sachen und die werden verklagt. Und es geht hier um nichts weiter als um eine Titelstreitigkeit und nicht wirklich um die Substanz. Es kann aber um die Substanz gehen, wenn man die Dinge falsch versteht und sozusagen dann in personam erscheint und die ganze Sache wirklich persönlich macht und auf sich bezieht, anstatt dass man sich entsprechend verhält wie jemand, der ein vorrangiges Recht an einer Sache hat. Das heißt, wird einem der Titel streitig gemacht, dann muss man zeigen, dass man ein vorrangiges Recht an der Sache hat und nicht, dass man jetzt sich wehrt gegen diese Titelstreitigkeit, denn eine Streitigkeit in der Admiralität ist immer adversär, das heißt, sie ist immer gegnerisch und in der braucht eine Partei der anderen nicht alle Karten offen auf den Tisch legen. Das muss man also verstehen. Aber auch da sprechen wir noch genauer drüber, wenn wir über Rechtsformen sprechen und wie das auch eben Einfluss hatte auf Vertragsrecht und auf Treuhandrecht. So, vielleicht erwähnen wir hier mal das Konzept des sogenannten verschleierten Staatskonkurses, denn dieser Staatskonkurs ist ein verschleierter. Das ist durchaus ein rechtlicher Begriff. Dieses Wort verschleiern hat seine Legitimität, kann man sagen, seine Rechtfertigung im Recht. Das heißt, es wird nicht offen darüber gesprochen. Und das hat natürlich eine Vielzahl von Gründen. Vielleicht kann man einen ganz wichtigen hier mal anführen. Jetzt überlegen Sie sich mal, der Staat hätte angekündigt, dass er im Konkurs operiert und dass er von nun an die Menschen als oder deren Arbeit als Kollateral verwendet für den Staatskonkurs und dass die Menschen die Möglichkeit hätten, alle die Rechnungen für wert zu akzeptieren und dass das sozusagen dann die Rechnung begleicht. Ja, alle öffentlichen Rechnungen wohlgemerkt. Nun, erstens mal hätte sich eine Vielzahl von Menschen dagegen gewehrt. Es wäre wahrscheinlich zu einer Unruhe gekommen, zu einem Aufstand gekommen und der Staat wäre handlungsunfähig gewesen, worunter natürlich die Schwächsten in einer Gesellschaft, also diejenigen, die am wenigsten eine Neigung haben, politisch irgendetwas zu verstehen oder sozusagen über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken, die hätten da ganz besonders drunter gelitten. Die würden das alle nicht verstehen. Gut, man hätte die Rechnungen für wert akzeptieren können und das hätten die Menschen sicherlich dann doch gut aufgenommen, aber das hätte dazu geführt, dass wirklich kein Geld in Form von Scheinen in Umlauf wäre. Und wie wäre das dann mit privaten Schulden, mit privaten Transaktionen? Ja, das heißt, ich leih mir was und du leihst dir was. Wie ist es dann, wenn man im Tante-Emma-Laden einkaufen geht? Das wäre gar nicht möglich gewesen, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, weil damit sozusagen kompetierende oder in Wettbewerb stehende Währungen eingeführt worden wären und der Staat dann nicht die Auflagen des Staatskonkurses hätte erfüllen können. Der Staatskonkurs ist natürlich ein rein künstliches, fiktives Instrument, denn die Bankiers hatten ja den Staaten nicht wirklich etwas von Wert geliehen. Sie haben von jeher den Staaten Papierskript geliehen, also Wertpapiere geliehen, haben dann aber darauf bestanden, dass diese die Schulden in Gold zurückzahlen, weil sie behauptet hätten, dass diese Papiere auch sozusagen das Gold repräsentieren, was die in ihren eigenen Vaults hatten, also in ihren eigenen Safes hatten. Und das war natürlich, das war Betrug. Und da ist viel Betrug im Hintergrund mit einhergegangen. Ja, diese Behauptung, dass Geld verliehen wurde oder Gold verliehen wurde in Form von Papier, ist wirklich absurd. Und das hat diesen Goldschmieden oder diesen Geldverleihern immer wieder und immer wieder große Probleme bereitet. Nicht zuletzt auch, zum Beispiel gibt es die Geschichte in der Bibel, wo Christus in den Tempel geht und die Geldwechsler herauswirft. Oder wo Caesar erkannt hat, dass so viel
Unglück passiert, durch dieses Verleihen von Münzen und dem Geben von Darlehen, von diesen Geldwechseln, dass er sich letztendlich selber entschlossen hatte, eine Münze herauszugeben oder Silbergeld herauszugeben und darauf bestanden hat, dass die Menschen ihre Steuern in diesen Silbermünzen zahlen. Das hat er getan, um die Menschen zu schützen. Denn jetzt liefen die Leute nicht mehr diesen künstlichen Geldern oder Papieren hinterher, der Geldwechsler, der Geldverleiher, sondern sie mussten dafür sorgen, dass sie am Ende des Jahres so viele Silbermünzen hatten, wie notwendig waren, um die Steuern zu bezahlen. Und damit hat Caesar den Geldwechsler natürlich den Hahn abgedreht. Und kurze Zeit, als er das eingeführt hatte, kurze Zeit darauf, ist Rom wieder reich geworden. Und alles hat sich verbessert, die Wirtschaftslage hat sich drastisch verbessert. Nun ja, auch Caesar hat das mit seinem Leben bezahlen müssen, wie wir ja alle wissen. Und das sind Dinge, Kennedy hat das auch probiert mit Silberzertifikaten, Abraham Lincoln hat sich gewehrt gegen die hohen Zinsraten. Es gab andere Präsidenten, die ihr Leben lassen mussten aufgrund der Opposition gegen diese internationalen finanziellen Interessen oder gegen die internationalen Bankhäuser, Familien wie die Rothschilds, die Schiffs, die Warburgs, die Kuhn, die Löbs, die Schröders, die Kochs, die Rockefellers natürlich. Alles diese Familien, die arbeiten zusammen im Kartell und sind nicht im Wettbewerb miteinander, sondern sie arbeiten im Kartell und vertreten verschiedene Richtungen dieses Systems. Aber auch die können sich nicht wehren gegen Naturgesetze oder, wenn man auch so will, die Gesetze Gottes, die da darlegen, dass alles im Ausgleich sein muss. Und das ist etwas, das darf man nicht vergessen. Die Dinge müssen im Ausgleich sein. Und deswegen haben sie auch die doppelte Buchführung mit eingeführt. Das mussten sie, das ist sozusagen das Buch des Gesetzes, was die zwischen den Zähnen haben und wo sie sich nicht gegen wehren können. Aber was sie tun können, ist natürlich, die ganze Sache zu verschleiern und zu verstecken. Und das dient einem anderen Zweck, und das ist natürlich auch, und das ist gerechtfertigt, wenn man das so sieht und so sagen will, dass die Menschen lernen müssen, sich zu bewähren vis-à-vis solcher adversären oder gegnerischen Bedingungen. Und genau das ist das heute. Und ich will das auch so verstanden wissen, dass dieser Kommerzkurs hier nicht etwas ist, was auf rein Papier, auf rein intellektuellen Verständnis beruht, um seine eigenen Schulden zu tilgen oder auszugleichen. Das wird nicht genügen, sondern man muss verstehen, dass es hier um etwas geht, was viel bedeutender ist. Und das ist, dass wir erkennen, wer wir selber sind und wie wir vis-à-vis dieser Gegebenheiten korrekt handeln. Und dazu müssen wir uns besinnen auf das, was gut und richtig war, zu allen Zeiten früher und was heute in Vergessenheit geraten ist und uns dann auch bewähren. Das heißt, wir müssen mit Ausdauer und mit Beständigkeit an diese Dinge rangehen und uns nicht entmutigen lassen, bloß weil wir mal einen Akzept zurückbekommen oder weil die andere Seite einfach nicht die Bücher ausgleicht. Ja, das gehört mit dazu. Darauf darf man sich einstellen und sollte nicht jetzt glauben, dass die andere Seite da ignorant ist oder böswillig. Mag sie sein, spielt aber wirklich letztendlich keine Rolle, wenn wir verstehen, wie wir uns dennoch behaupten können. Also, das sind wichtige Aspekte. Der verschleierte Staatskonkurs macht es auch möglich, dass eben die Dinge in den Bereich der Fiktion verschoben werden. Und nicht mehr substanziell. Warum? Nun, man kann mal sagen, dass ein souveräner Staat, wäre er wirklich souverän, der könnte ja von sich aus selber Geld herausgeben, wie das zum Beispiel Gaddafi gemacht hat oder Assad, ja, oder Saddam Hussein. Die haben ihr eigenes Geld herausgegeben. Und dieses Geld war kollateralisiert durch den zukünftigen Wert zum Beispiel eines Projektes. Gaddafi war da ganz besonders führend in dieser Art und Weise. Der hat übrigens ein Buch geschrieben, das ist das Grüne Buch von Gaddafi. Und das ist ein Buch, das sollte man mal lesen. Da hat er in wenigen Seiten wirklich die Problematik zusammengefasst, die Menschen heute haben. Und er hat Geld herausgegeben aufgrund von zukünftigen Werten. Das heißt, kam jemand zu ihm oder zur Regierung und sagte, ich will eine große Wüstenbewässerungsanlage bauen und mir fehlen die Mittel dazu, aber wenn das mal passiert und das fertig ist, dann haben wir so und so einen Ertrag, wir können hier Kosten sparen und so weiter. Dann hat Gaddafi gesagt, gut, ich gebe jetzt das Geld für den Bau dieser Anlage in Umlauf. Und später dann, wenn diese Anlage fertig war,
dann wurde ein bestimmter Prozentsatz von den Gewinnen wieder abgezogen, um sozusagen diese Schuld wieder zu tilgen, um sozusagen das Geld, was er in Umlauf kam, auch wieder aus der Wirtschaft herauszunehmen, denn das Ding trägt sich ja jetzt selber. Und so hat er vernünftig die Dinge finanziert. Und zwar waren diese Kredite natürlich zinslos. Das heißt, jeder souveräne Staat müsste in der Lage sein, selber zinslos Kredite herauszugeben. Ja, und die Frage ist das der Fall? Und die Antwort ist nein. Jeder Staat, der das probiert hat, oder jede Persönlichkeit, die das probiert hat, wie zum Beispiel Kennedy, oder wie Abraham Lincoln, der ja dann letztendlich seinen Greenback herausgegeben hat zur Finanzierung des Bürgerkrieges da drüben, die haben mit ihrem Leben bezahlt. Das heißt, ganz offensichtlich war das etwas, was nicht zeitgemäß ist mehr, dass die Staaten selber ihr souveränes Geld herausgeben. Und man kann darüber wirklich denken, was man will. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu betrachten. Aber letztendlich ist das Beste, oder so das denke ich, wenn man eben überhaupt nicht die Haftung hat, jetzt mit Geld umzugehen, und auch nicht einem anderen die Haftung zuschiebt, jetzt das, was man selber verbraucht oder verdient, zu bezahlen, sondern dass man in einer Art von Gesellschaft lebt, in der sozusagen die Verrechnung das Prinzip der Buchführung ist. Und das ist natürlich in der doppelten Buchführung der Fall. Und somit ist letztendlich auch das Prinzip, also die neue Doktrin des Christentums, nämlich die Vergebung, schon mit voreingebaut. Aber sie wird einem nicht automatisch zuteil. Es ist etwas, für das muss man arbeiten. Es ist etwas, das muss man sich im Nachhinein verdienen. Das ist wichtig, dass man das versteht. Also sehen Sie das nicht, diesen Kurs hier, als einen rein technischen Kurs, der Ihnen zeigt, wie Sie bestimmte Papiere ausfüllen. Wenn das Verständnis dafür fehlt, dann werden Sie auch nicht erfolgreich sein. Das heißt, dieses Verständnis muss man sich erarbeiten. Was mit ein Grund ist, warum dieser Kurs eine gewisse Zeit dauert. Und man muss einfach viele Konzepte und Prinzipien kennenlernen. Ja, die sind nicht übermäßig kompliziert, aber es sind einige. Und deswegen sollte man sich die Aufnahmen auch immer wieder anhören und durcharbeiten, denn jedes Mal hört man etwas Neues. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also das zum verschleierten Staatskonkurs. Es gab einen Kongressmann, der hieß James Trafficante, und der hat das mal ganz klar gesagt, im Kongress selber, dass sich jetzt die Vereinigten Staaten in einem Staatskonkurs befinden und dass jetzt auf jeden Mann und jede Frau und jedes Kind ein Pfandrecht erhoben wurde, welches zur Kollateralisierung und Verwertung für die Finanzierung des Staates verwendet wird. Und das ist natürlich auch korrekt. Das hat er ganz offen gesagt. James Trafficante ist erst vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, gestorben. Er war von jeher ein Rebell und man hat oft versucht, ihn umzubringen, und jetzt ist es wohl letztendlich gelungen, obwohl das ist nicht ganz klar, wie das passiert ist, aber man hat ihn zum Schweigen gebracht, weil er jetzt auf seine älteren Tage hin ganz massiv, also bestimmte Vorschläge und Gesetzesentwürfe gebracht hat, andere wiederum gekippt hatte im Kongress, einfach durch sehr vehemente Opposition. Das war also eine Persönlichkeit, ein Mann, von dem kann man sicher viel lernen, aber er hat eben dadurch auch sich viele Schwierigkeiten eingeheimst. Aber er war ein guter Mann. Also besprechen wir einmal das Ende dieses Konkurses, der seit den 30er Jahren angefangen hatte, in den Staaten wie auch in Europa. Das ganze Weltsystem ist eine Art von Nationalsozialismus. Denn wenn man mal die politische Form betrachtet, ist ja die Kollateralisierung der menschlichen Arbeitskraft nichts weiter als eine Zentralisierung der gesamten Werte in die Hände sozusagen von einem internationalen Kartell von Bankiers und deren Hintermännern. Es sind nicht die Bankiers selber wirklich, sondern auch deren Hintermänner, deren Namen weitgehend im Verborgenen liegen. Es ist eine Art von Nationalsozialismus, und da muss man den Begriff Nation verstehen. Nation ist nichts weiter als ein Verbund von Menschen, die sich zu einer bestimmten Lebensweise bekennen, die bestimmte Werte für wichtig erachten. Und eine Nation braucht auch kein Territorium. Jede Gruppe von Menschen kann sich als Nation ausrufen und sich als solche registrieren,
auch wenn sie selber kein Territorium haben, also kein Land, auf dem sie ihre Dinge direkt umsetzen können, ihre Ansichten, politischen Ansichten, Lebensweisen, wirtschaftlichen Lebensweisen und so weiter. Also eine Nation. Und das heißt, wir haben hier einen Nationalsozialismus vorliegen, aber es ist deren Nation. Und in dieser Nation befinden wir uns alle im Hinblick unserer Person oder der Person, die unseren Namen tragen wirklich. Und wenn also von nationaler Sicherheit gesprochen wird, von nationalen Gesetzen, dann geht es um deren Nation und nicht um unsere, denn wir haben keine Nation mehr, und zwar ganz einfach deswegen, weil uns das aberzogen wurde. Die Christen waren eine Nation, die Juden sind eine Nation, die Moslems sind eine Nation, ganz einfach deswegen, ob mit oder ohne Territorium, spielt da jetzt keine Rolle. Mit anderen Worten, wenn man eine Nation ist oder zu einer gehört, dann braucht man kein Territorium haben, um sich als Nation zu bezeichnen. Aber wenn man eins hat, dann kann man trotzdem das Wort Nation verwenden. Dann ist man eher aber auch ein Volk und ein Staat vor allen Dingen. Und niemand hat das besser beschrieben als David Rockefeller in seiner Autobiografie, ich glaube, das war aus dem Jahr 2000, wenn ich mich recht erinnere, wo bestimmte Vorwürfe er zitiert hatte, die man ihnen macht, der Rockefeller-Familie und anderen wohlhabenden Familien, dass sie eben keine Loyalität hätten irgendeinem Staat gegenüber, dass sie sozusagen Internationalisten sind. Und er hat gesagt, wenn das der Vorwurf ist, dann nehmen wir diesen uneingeschränkten an und bestätigen diesen. Das heißt, er gibt da ganz offen zu, die eigene Ideologie, er gibt da ganz offen zu, woran die arbeiten und was sie tun. Und es liegt an uns, ob wir in deren Nation sein wollen oder nicht. Aber jede Nation, alles was geschaffen wird auf Gottes Erden, das muss bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen sein. Und das ist Gesetzmäßigkeit des Ausgleichs. Es gibt es nicht irgendwo keinen Ausgleich. Und das muss man wirklich verinnerlichen. Das kann man mathematisch beweisen. Das kann man logisch beweisen, denn man kann nicht immer nur alles abziehen und nie was zurückgeben, dann ist irgendwann alles ausgelaugt und kaputt. Und das kann nicht sein und letztendlich würden dann solche Elemente, wären sie so parasitär veranlagt, sich selber vernichten letztendlich. Und genau das passiert eigentlich auch schon, das kann man auch schon sehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, wir haben es hier mit einem Nationalsozialismus zu tun. Und es ist Nationalsozialismus dieser finanziellen Eliten. Und dazu gehört kein Bill Gates und dazu gehört kein Donald Trump. Das sind alles kleine Fische im Verhältnis zu denjenigen, die wirklich die Macht haben. Die Rothschilds zum Beispiel. Man vermutet, dass die ein Vermögen von 40 Trillionen Dollar haben. Das heißt, die haben das Geld, die sozusagen, oder die Buchführung unter ihrer Kontrolle und sie verwalten somit natürlich auch die Staatskonkurse. Und das ist auch der Grund, warum diese Financiers bestimmen, was für Gesetze geschrieben werden. Zum Beispiel in Großbritannien ist es der Treasury Solicitor, also der Anwalt der Staatskämmerei, der die Gesetze schreibt. Der schreibt die Gesetze, um bestimmten Wert einzuziehen. Das heißt, jeder, der teilnimmt über eine Person an diesem Gefüge des Staatskonkurses, der ist sozusagen unter Admiralitätsrecht haftbar, mithaftbar, als Person wohlgemerkt, für die Staatsschulden. Und da wird ihm immer wieder in Form von zum Beispiel Strafzetteln oder von anderen Gesetzesverstößen oder Verordnungsverstößen werden ihm immer wieder Strafzahlungen auferlegt, die er dann begleichen muss. Und er ist ja eigentlich nicht wirklich effektiv Gegenstand dieses Vertrages und er weiß auch möglicherweise gar nicht, dass er gegen irgendetwas verstoßen hat. Und das alles spielt ja ganz offensichtlich, wie Sie sicherlich immer und immer wieder feststellen, zumindest diejenigen, die im Gericht mal waren und sind, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt, dass die das einfach durchsetzen und wenn man das nicht zahlt oder ausgleicht oder keine, sagt man, keinen Offenbarungseid abgibt oder eine Vermögensauskunft erteilt, dann landet man letztendlich im Gefängnis, wenn man sich weigert, das zu zahlen oder wenn man versucht, die Zahlung, die Haftbarkeit abzuwenden. Und das hängt alles damit zusammen, dass das eben keine freiwillige Haftbarkeit ist, sondern es ist eine zwangsweise Haftbarkeit und die wird durchgesetzt. Und warum können die das tun, jemanden zwingen? Weil jeder die Möglichkeit hat, die Dinge anders auch auszugleichen. Das ist der Grund. Letztendlich brauchen sie ja nur eine Unterschrift. Das ist die Annahme. Und das muss man wirklich verstehen.
Die Unterschrift ist das Kapital. Auf Unterschriften hin, oder sogar auch schon ohne heutzutage, werden Personen haftbar gemacht, Personen wohlgemerkt, nicht Menschen. Und deswegen kann man diese Dinge den Personen heute auferlegen, ganz einfach deswegen, weil es eine einfache Heilung gibt, zumindest technisch gesehen. Jetzt ist das nicht so leicht, das durchzusetzen, aber das hat auch seinen Grund. Und das ist das Ständige, dass man getestet wird. Ist man kongruent, ist man konsistent in dem, was man tut? Man muss in Verhandlung bleiben, man muss sprechen mit der anderen Partei, ganz gleich, was für Motivationen die haben. Also anstatt, dass wir ständig das bekämpfen und uns da verausgaben, ohne wirkliche Erfolge zu erzielen, ist es vielleicht ratsamer, wenn man sich überlegt, auf welcher Basis fußt das insgesamt, und zwar holotropisch, jetzt nicht nur von der eigenen Sichtweise aus, sondern auch von der Sichtweise der anderen Partei. Wer sind die, was tun die? Und wie kann ich das aufnehmen und annehmen und umwandeln, um die Schuld zu begleichen? Und wenn das dann nicht passiert von der anderen Seite, dann sind sie nun wirklich haftbar. Und dann können wir in die Substanz gehen und in der Substanz mit substanziellen Mitteln und substanziellen Schriftstücken und kommerziellen Dokumenten die andere Partei so in die Haftung nehmen, dass sie sich davon nicht mehr erholen kann. Diese Möglichkeit besteht. Das geht aber immer dann um einzelne Männer oder Frauen, die sich nicht an dieses Prinzip halten. Es ist gegen die öffentliche Geldpolitik, eine Schuld zu bezahlen, sondern eine Schuld muss verrechnet werden, Dollar für Dollar. Das eben in der House Joint Resolution vom 5. Juni 1933. Das war ganz offensichtlich so formuliert und mit gutem Grund. Und jetzt muss man auch wissen, dass es natürlich zu allen Zeiten immer Menschen gibt, die auf hoher Ebene operieren. Die einen gehören zum nationalsozialistischen Strom, die anderen gehören mehr zum Strom der Schem, zu denjenigen, die Gerechtigkeit wollen. Die sind überall vorhanden und die wollen überall immer einen Ausgleich schaffen. Und deswegen ist der Staatskonkurs eine geeignete Form, um einen Staat sozusagen am Laufen zu halten, um sozusagen weltweit in der Fiktion Geschäfte betreiben zu können. Überlegen Sie, Sie wollen was aus Australien haben. Das geht nur mit Fiktionen heutzutage. Und wenn Sie sich dieser Fiktion bedienen, dann unterliegen Sie auch bezüglich der Person, die Sie sozusagen verwalten, diesen Gesetzen und Regeln, aber nicht eben substanziell, sondern auch nur fiktiv. Denn es steht auch in der Bibel geschrieben, so wie etwas gebunden wird, so wird es ungebunden gemacht. Das heißt, wird Ihnen eine Haftung zugetragen, die rein auf dem Papier existiert, dann können Sie diese Haftung auch lösen in einer Form, die rein auf dem Papier existiert. Ja? Und dazu muss man nicht gutheißen, was die tun, aber man ist sich selber und seiner Familie erstrangig verpflichtet. Das heißt, man muss selber schauen, dass man seinen Lebensumkreis intakt hält, dass man seine Familie intakt hält und sich nicht verausgabt und alles sozusagen vor die Hunde geht und zu viel Energie sozusagen diesen parasitären Absichten dieser internationalen Sozialisten zuspricht. Die haben eine Menge Macht, hauptsächlich über unser Denken, und wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber das immer negativ aufzunehmen und eine Anti-Haltung zu produzieren, das ist nicht etwas, was uns Kraft gibt, sondern das ist etwas, was uns Kraft raubt und denen Kraft gibt. Und um mit etwas umzugehen, muss man es nicht gutheißen. Aber man muss, wenn es in das eigene Leben eintritt, als ein markanter Punkt, als ein markantes Ereignis, damit umgehen. Und wenn man die andere Seite nicht kennt und nicht weiß, wie sie operiert, und sie kommt in das eigene Leben und drängt sich einem auf, und fordert den Tribut sozusagen, dann muss man sich damit befassen, und zwar wirklich mit der Realität der Angelegenheit und nicht einfach nur in eine Anti-Haltung verfallen und sagen, ja, also, das geht ja nun gar nicht und das ist mein Feind. Dann ist man im Krieg und das sind wir auch eigentlich unwissenderweise, dass es gilt Kriegsrecht global gesehen. Es gibt zwar einen Waffenstillstand, aber es gilt Kriegsrecht und das heißt, die Besatzer, diese finanziellen Eliten, müssen sozusagen auch für die Bevölkerung Sorge tragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich daraus befreien kann. Und das sind Wege, da steht man dann sozusagen für sich selber, vielleicht in einer Gemeinschaft, das ist möglich.
Aber man muss wirklich die Grundlage gut verstehen, auf welcher man das tut. Nicht, dass man vom Regen in die Traufe kommt, sondern man muss verstehen, dass bestimmte Regeln gelten. Und wenn ich in deren System etwas in Anspruch nehme, ja, dann kann ich nicht sagen, okay, ich will keine Steuern zahlen. Das geht nicht. Denn man begünstigt sich ja, oder man wird begünstigt, durch das, was die in ihrem System einem ermöglichen. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass man einen anderen verklagen kann, weil er seine Schuld nicht bezahlt, ja. Da kommt die ganze Gewalt mit dazu, notfalls die Exekution, notfalls die Anwendung von Gewalt gegenüber dem Schuldner. Und wenn man dieses Privileg in Anspruch nimmt, dann muss man natürlich auch dem zustimmen, dass andere dieses Privileg gegen einen in Anspruch nehmen. Das heißt, man muss sich überlegen, gut, will ich nicht, dass andere das gegen mich anwenden, dann darf ich das auch nicht selber anwenden. Das ist doch klar. Also da gibt es viele Aspekte, die das System sozusagen einem nahelegt, die man mal gut und genau durchdenken muss. Und vor allen Dingen muss man verstehen, dass dieses System auf der Basis von Annahmen operiert, und zwar fast ausschließlich von Annahmen. Das heißt, es wird fast alles angenommen und vorausgesetzt, auch wenn sie überhaupt keine Ahnung davon haben. Und viele dieser Annahmen, das werden wir besprechen in der Zukunft. So, um jetzt aber darauf zurückzukommen, was ist wirklich passiert, seitdem dieser Staatskonkurs der 30er Jahre vorbei ist, das wäre also 2003 gewesen, muss man sich überlegen, was ist ungefähr 20 Jahre vorher passiert oder was fing da an zu passieren, also so in den 80er, 90er Jahren durchgehend. Und da kann man dann feststellen, dass sich viele Dinge in den Gesetzen geändert hatten, in Vorbereitung auf dieses Ende des Staatskonkurses und nach 70 Jahren. Das heißt, die Schuld war eigentlich vergeben und ein großer Einschnitt war natürlich die sogenannten Attacken auf die Zwillingstürme in New York vom 11. September 2001 und das nannte man ja dann hinterher den Ground Zero. Den Ground Zero, das heißt, da fing man wieder von vorne an. Und was da alles an Dokumenten verschwunden ist, jetzt nicht nur in diesen Zwillingstürmen, sondern auch in dem Gebäude Nummer 7, wovon ja fast nichts berichtet wurde, dass das auch mit eingestürzt ist. Wenn man da mal reinguckt, was da an Dokumenten verschwunden ist, dann wird man erkennen können, dass die ganze Sache durchaus beabsichtigt war, das, was da passiert ist. Aber gut, das ist auch wiederum ein anderes Thema. Aber seit diesem Konkurs ist natürlich die Frage, was ist denn dann jetzt das Kollateral? Und die Sache ist ganz einfach, es fängt alles einfach wieder von vorne an. Nur diesmal können die Menschen nicht mehr zwangsweise kollateralisiert sein, sondern es ist freiwillig. Und in dieser Freiwilligkeit, da müssen sie die Annahmen auch etwas kräftiger durchsetzen. Es ist jetzt also alles in einer Art von Handelsrecht, ganz streng, in dem Annahmen und Verträge gelten. Das heißt, niemand kann behaupten, es existiert ein Vertrag, ohne dass er den Beweis erbringt. Aber den Beweis erbringt man oft eben selber in der Art und Weise, wie man handelt. Das nennt man konkludentes Handeln. Und handelt man dreimal in einer bestimmten Art und Weise bezüglich einer Angelegenheit, dann wird davon ausgegangen, dass das jetzt das Gesetz ist in dieser Beziehung, sei das mit dem Finanzamt oder mit der Bank oder sonst irgendwie. Und wenn man das ändern will, dann muss man das natürlich auch bekannt geben. Dann muss man das auch sozusagen ankündigen. Und wir sprechen darüber, über die Merkmale, Admiralitätsrecht, Handelsrecht, was ist da ganz besonders wichtig und absolut notwendig. Und dann werden Sie erkennen, dass sich wirklich durchaus in den allergrößten Anzahl von Fällen der Staat oder Firmen sich auch daran halten. Und dann werden Sie bemerken, nach welchen Kriterien die operieren. Und was gut genug ist für die als Fiktion, das ist natürlich längst auch gut genug für uns oder zweimal gut genug für uns, ganz einfach deswegen, weil die Fiktion ihre Energie von uns bezieht und deswegen von uns abhängig ist. Gut, das würde ich sagen, das ist es dann für heute. Wir sprechen noch über andere Aspekte und erweitern diese grundlegende Darstellung, dann wenn wir gezielt auf zum Beispiel die Rechtsformen eingehen. Und mit den Rechtsformen fangen wir dann das nächste Mal an.